Willkommen zurück zu Cave Story. Diesmal mit einem Bosskampf mit Toroko. Ich weiß, ich spoiler gerade ein bisschen, aber wir haben ja das alles schon gesehen beim letzten Durchspielen, was hier alles passiert. Ich wollte es eigentlich nur zeigen, damit es der Vollständigkeit halber schon dabei ist. Wenn ich das Ganze 100% Run nenne, dann sollte ich schon mein Bestes tun, finde ich, um das tatsächlich wahrzumachen, was ich da verspreche. Die 100%. Und da gehören die Dialoge dazu, auch wenn ich sie nicht vorlese, auch wenn ich sie einfach schnell durchscrolle. Ich hätte sie einfach gerne trotzdem eben im Video drin. Das ist jetzt auch nicht so lange. So, und los geht's. Ich glaube, hier benutze ich dann doch mal die Raketen, oder? Oder übe ich ohne? Mal schauen. Den ersten Versuch versuche ich mal ohne. Ja, da habe ich zu früh geschossen. Ah, und ich habe mich treffen lassen. Wie blöd. Ja, was tue ich denn hier? Boah, da kann ich richtig schön spammen gerade. Dafür bin ich halt fast tot. Aber hat ordentlich Schaden gemacht gerade. Andererseits ist halt immer noch über der Hälfte von ihrem Leben da. Und bei mir halt irgendwie nicht so, ne? Hat das getroffen gerade? Ich glaube nicht. Oh ja, das ist gut. Direkt vorne dran stellen und Feuerwelle spammen. Das funktioniert. Und da habe ich es geschafft. Auf Anhieb, nur mit dem Feuerball. Wow. Und warum genau hatte ich letztes Mal so Probleme dabei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Erfahrung hat es wahrscheinlich leichter gemacht für mich. So, ja, ich werde dich rächen. Ich werde das wieder gut machen. Und ich habe das Schwert. Ich mag das Schwert. Aber jetzt bin ich gleich im Labyrinth eingesperrt. Na egal. Wird schon werden. Und diesmal kann ich im Labyrinth auch nicht drauf hoffen, die Maschinenpistole hochzuleveln und hochzufliegen, sondern diesmal muss ich wirklich von alleine hochkommen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal sogar auch gemacht. Unfreiwillig. Aber da hatte ich immerhin die Perspektive. Naja. So, da habe ich noch einen kurzen Schnitt gemacht. Wegen diversen Zwischenfällen. So. Wo war ich gerade? Ach so, ja. 100%. Nee. Damit habe ich, glaube ich, schon genug genervt. Genug erklärt. Ja. Das ist lustig, hier da hochzuklettern. Ah, ich will die Heilung. Ich will die Heilung. Verdammt. Das ist doof. Nein, 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 nein. Diese Stelle, ey, diese Stelle, jetzt. Da hatte ich letztes Mal auch schon Probleme, wenn ich mich recht erinnere. Das war blöd. Naja, kann ich immerhin die Erfahrung ein bisschen einsammeln. Und bei der Gelegenheit vielleicht eine Runde speichern. Dumm, die dumm. Das war gerade echt Dummheit, dass ich da runtergefallen bin. Aber das, ja, wenn die Gegner mal weg sind, dann geht das ja einigermaßen gut. So, hier drüben würde ich als gebranntes Kind wieder den Bumper benutzen. Genau, so viel dazu. Heilung! Oh, wow, war ich gerade runter auf 2 Lebenspunkte? Das sah gerade so aus. Ups, sollte vielleicht ein bisschen besser passen auf mein Leben. Andererseits gibt es jetzt hier auch keine Gegner mehr in diesem Abschnitt. Das heißt, das ist jetzt, jetzt kann mir eigentlich gar nicht mehr so wirklich was passieren. Ich könnte mich zerquetschen lassen zwischen den Teilen und der Wand. Aber das habe ich eigentlich nicht vor.
Ich habe jetzt übrigens mit den Typen da unten nicht gesprochen, weil ich mit denen, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen habe. Und da, soweit ich weiß, auch nichts großartig passiert. Allerdings habe ich nicht mit ihm gesprochen, nachdem ich die Tür geöffnet habe. Das tue ich jetzt mal. Es gibt keine Antwort. Wo gibt es keine Antwort? Von was gibt es keine Antwort? Das ist ein Roboter. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Also, meint er mich? Wahrscheinlich meint er mich. Zuerst den da und dann das da. Na. Wunderbar. Ich überlege gerade, gibt es denn im Labyrinth noch wirklich Stellen, wo man viel fliegen muss? Ah, ja, zur Klinik hoch. Das könnte noch hässlich werden ohne Maschinengewehr. Ja, wird sich gleich zeigen, ob meine Befürchtungen stimmen oder nicht. Muss sich bewahrheiten. Ja, das war blöd. Das war gerade echt blöd. Könntet ihr bitte... krieg ich die damit? Voll der Overkill. Aber hey, ich habe hier gerade die Raketen. Also warum nicht benutzen? Nehme ich die Heilung? Ich glaube ja. So viel dazu. Erstmal hier in Sicherheit bringen und ich glaube speichern kann man hier auch. Was? Nein. Darf nicht rein. Dir quatschen. Du bist hungrig. Ich rieche noch eine Miga, ich weiß. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, was mir der Typ da gibt, wenn ich die Maschinenpistole nicht dabei habe. Mal schauen. Polarstern und Feuerball. Ah! Ja, yeah, dann kriege ich hier die, genau, die Snake. Das ist die Waffe, die ich zeigen möchte, aber nicht behalten möchte. Also ich muss hier Riegel draufdrücken, immer wieder, um zu schießen. Ich würde sie gerne nochmal auf Level 2 hochbringen, auf Level 3 vielleicht auch, so gucken, wie das aussieht. Die braucht einigermaßen viel Erfahrung. Aber danach würde ich dann das Spiel wieder neu laden. Weil, wie gesagt, man kann für den Polarstern noch ein Update kriegen. Und das hätte ich gerne. Das ist wohl die beste Waffe im Spiel, so ungefähr. Und deswegen hätte ich die gerne. Vor allem, wenn ich dann ohne Raketenwerfer die Endbusse schaffen soll. Also das hier ist Level 1, diese Quadrate. Was man ziemlich gut spammen kann, muss ich sagen. Level 2 ist dann so eine Art Feuerball, oder? Ah nee, das geht so schlangenartig, deswegen heißt es wohl auch Snake. Das ist ja praktisch. Das ist die Level 2. Wie viele davon kann ich gleichzeitig haben? 1, 2, 3 oder 4. Aber es ist halt nicht wie der Feuerball, dass man da irgendwie die Ebenen, dass es die Ebenen hoch oder runter rollt. Das heißt, das ist nicht so geschickt eigentlich. Eigentlich ist der Feuerball dann tatsächlich sogar praktischer. Muss ich sagen. So, das war Level 2 und Level 3. Ah, okay, wie beim Feuerball. Sieht so aus. Geht das durch die Wände durch? Geht das durch die Wände durch oder bilde ich mir das gerade ein? Das geht durch die Wände durch. Wie gut ist das denn? Ich nehme alles zurück. Der Snake ist ziemlich geil. Das ist richtig gut. Aber trotzdem, wie gesagt, ich möchte den Polarstern upgraden. Deswegen lade ich jetzt hier nochmal. Und level erstmal das Schwert hoch auf 3. Und mach mich auf den Weg zu Curly Grace. Die ist auch hier drin. Da kriege ich dich, ne? Ja, da kriege ich dich. Und wie ich dich kriege. Das Schwert Level 1 ist zu schwach. Das ist so schwach. Level 2 ist schon besser. Oh, hier hagelt es ja gerade Erfahrung, ey. Na gut. Hat
der Dumpler braucht auch noch. Aber erstmal das Schwert. Verdammt, jetzt komme ich da nicht hoch. Da muss ich rüber. Ich glaube, da nehme ich sogar den Dumpler jetzt. Immer noch Level 2. Okay. Keine Erfahrung? Okay, ein bisschen Heilung. Gehe ich schon da rein? Nee, ich gehe erstmal da hoch und hol mir die Lebenskapsel. Nee, nicht Lebenskapsel, sondern das Teil, damit meine Waffen weniger Waffenenergie verlieren. Moment. Komme ich da jetzt überhaupt hoch? Verdammt, wie komme ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ohne Maschinenpistole. Verdammt! Okay, da gehe ich dann jetzt wohl doch gerade nicht gerade hin. Oder gerade nicht hin, nicht zuerst hin, sondern erstmal hier rein. Genau, einmal heilen bitte. Vielen Dank. Jetzt müsste ich den Klinikschlüssel bekommen, genau. Was hast du für mich? Du sagst mir, dass es dort Geister gibt. Hey Curly. Ja, keine Sorge, ich hole uns hier raus. Und diesmal rette ich dich. Ich weiß auch schon, wie. Ich dich rette. Keine Sorge, wir werden hier beide überleben. Das verspreche ich dir. Okay, ich habe eine Idee, wie ich da hochkommen könnte. Allerdings muss ich dafür Schaden nehmen. Genauso. Auf den Gegner draufhüpfen und dann vom Gegner abbouncen. Ich meine, es macht ein bisschen Schaden, aber das ist wirklich wild. Ich kann mich da unten gleich wieder heilen lassen. Vielleicht finde ich ja auch gleich sogar hier ein paar Herzen, wenn ich die Gegner hier nochmal beseitige. Ja, siehst du, da ist doch schon eins. Das Schwert braucht noch ein bisschen Erfahrung. Wobei, ich glaube, ich hätte es gerne sogar auf 2 für den Boss. Weil Schwert Level 2 kann man relativ gut. Na, egal, ne, Level 3 ist cool. So, reicht das an Heilung? Ja, das reicht an Heilung. Munition ist voll. Wunderbar. Dann kann ich sogar direkt hier hoch. Oder sollte ich vorher speichern? Ach was, was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? Also bitte, was kann hier schon schief gehen? Ja, das waren die letzten Worte, ne? Komm her! Ja, das war blöd. Da habe ich nicht gut getroffen. Jetzt einmal hierher, bitte. Oder so. Ja, das geht doch locker. Ich weiß gar nicht, warum ich mich ja letztes Mal so angestellt habe. Ich habe hier noch nicht mehr Schaden gekriegt. Was habe ich denn da letztes Mal falsch gemacht? Ist ja verrückt. Wie einfach das geht. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht, wirklich. Wie einfach das Spiel gerade für mich ist. Wenn ich mich da zurückerinnere, als ich zum ersten Mal hier war, da habe ich ja geflucht ohne Ende. So gut. Kannst du mich nochmal heilen, bitte? Vielen Dank. Achso, du nimmst auch die Pille. Ich dachte, sie nimmt die Pille. Egal. Geister, doch einer. Aber das passt schon. Einmal speichern. Und na. Ich glaube, die Folgenzeit ist voll. Und bevor ich jetzt mit dem Monster X kämpfe. Und da nochmal eine halbe Stunde dranhänge, würde ich jetzt hier die Aufnahme beenden und mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Tschüss!